Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wieland und ich werden heute in ein richtig geiles Game reingehen. Das ist der Dönerladen-Simulator. Wir werden also von Grund auf unsere eigene Dönerbude aufbauen, den Schwabengrill. Was für Hindernisse uns da auf dem Weg entgegenkommen und wie wir das Ganze meistern werden, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß. Ich habe das Spiel schon mal gestartet. Wieland, wie sieht es bei dir aus? Hast du, also weil das Spiel wurde ja, also munkeln manche, das Spiel wurde wohl schon von anderen Streamern so ein bisschen gezockt. Kann ich mir jetzt gar nicht erklären, wer das war. Aber ich habe tatsächlich bei den Leuten auch nie zugehört. Geschaut. Also ich auch nicht. Also das ist, ich bin gerade, das ist geil. Das ist für mich nämlich gerade wirklich eigentlich ein neues Game. Ich habe jetzt nicht schon gesehen, ja. Okay, es gibt dieses Achievement, man muss das bauen, man muss das kaufen und so. Ich weiß von dem Game basically gar nichts. Kuss. Machen jetzt einen Laden auf und hoffen, dass nicht pleite geht, dass Frank Rosin kommt und uns retten muss. Right. Ist richtig? Right. Okay. Alright, rein ins Dönerabenteuer. Alter, Wieland, ich habe so Bock, das mit dir zu zocken. Wir sind, ich auch. Zwei Schwaben, die es ein Business führen. Checkst du das? Oh, Telefon klingelt. Hm. Hey Kind, schläfst du noch? Ich hab dir gesagt, du sollst morgen früh hierher kommen. Wir sind zu spät, Bro. Ach, scheiße. Sei nicht so faul und träg mich vor meinem alten Restaurant. Heute ist ein wichtiger Tag für dich. Scheiße, ich bin irgendwie mein... Wieland? Ja? Warum hast du vier Arme? Warum hast du vier Arme und warum hast du alle Hüte, die es im Game gibt, gleichzeitig auf? Warte mal, das sieht auch bei mir ganz scheiße aus. Ich kann gar nicht richtig schauen. Warte. Wieland, du bist drei Charakter in einem oder so. Bro, ich habe 12.700 Fehler schon gesammelt. Beende das Spiel nochmal und join nochmal neu rein, Bro. Ja, okay, hey Kind, schläfst du noch? Pipapo. Ja, ich habe übersprungen. Halt die Fresse, du siehst ja übelst geil aus. Alter, du hast dich ja richtig gut gemacht. Freunde, macht euch am besten so beide Streams irgendwie parallel auf, so, weil dann seht ihr mal beide POVs. Weil diese beiden Männer werden heute ein verficktes Döner-Imperium gründen. Alright. Wo ist unser Laden? Ist das hier unser Dönerladen? Hier? Ah, hier ist da ist er doch, da ist er doch. Oh mein Gott, da steht er doch. Vater, ich hämmer den erstmal ein bisschen. Mein Kind, du fragst dich sicher, warum ich dich hierher gerufen habe. Ich sehe, du bist ungeduldig. Ah, diese neue Generation. Also gut, nimm diesen Schlüssel und bring uns hinein. Okay, ich mache mal auf. Mach das Licht an, ja? Mal sehen, wie es aussieht. Ah, Linksklick interagieren, sehr angenehm. Wow. Ach du liebe Zeit, das ist ein totales Durcheinander. Es sieht schlimmer aus, als ich es in Erinnerung habe. Jedenfalls bin ich froh, wieder hier zu sein. Wir sollten zuerst dieses Chaos beseitigen. Und wieso sieht er aus wie ein junger Mann, der sich einfach... der sich verkleidet hat. Bro, on God, der Typ sieht jünger aus als dein Charakter. Okay, warte, was sind die Tasks? Putze den Schmutz vom Boden und den Wänden, den gesamten Müll in den Mülleimer werfen. Okay, also Müll in den Mülleimer. Geil, aber das ist sehr satisfying, das aufzuheben. Er ist schon immer besser, findest du nicht auch? Jetzt, wo wir den Platz haben, können wir ihn brandneu mit Jeder stellt ein. Warte, ich will das schön hinplatzieren, das ist direkt nach was Geil, ich hab Bock auf dieses Game, Alter. Es ist fast geschafft, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Küchengeräte, damit du loslegen kannst. Ich möchte, dass du ein Paket vom Mark abholst. Der Besitzer des Ladens hat es für mich vorbereitet. Gut, aber mein Kind, jetzt pack den Karton aus und fang an zu kochen. Verfickte Scheiß, Wieland, ab in die Mitte. ab in die Arbeit, meine ich. Kommen wir nun zum köstlichen Teil. Erinnerst du dich an das Rezeptbuch, das ich dir geschenkt habe? Es ist gut, dass es digital gespeichert hast. Zum Kochen brauchen wir zu... Hey, das rede ich! Das heißt, es ist Zeit zum Einkaufen. Es gibt drei lokale Möglichkeiten, bei denen du einkaufen kannst. Ein Lebensmittelgeschäft, eine Metzgerei und der Markt. Hello, Sir! Dicker, der steht da mit so einer malle Partybrille, Junge. Was ist das für ein Metzger? Junge, der weiß, dass er rich ist, wenn wir ihm jedes Mal Ribeye-Steak abkaufen. Ja, wirklich. Wen? Der Survival-Skills. Guck mal. Hier würde ich rein da. Machen Sie Ihre Vorbereitungen und öffnen Sie, wenn Sie bereit sind. Kunden, 6 bis 8 Kunden kommen, Wieland. Wir brauchen mehr Sachen, oder? Vielleicht hält uns ein Ribeye aber mehr als einen Kunden auch. Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Langsam wird es Zeit für mich zu essen. Ich hoffe, mein Kind kann mir einen leckeren Kebab zubereiten, hm? Ey, Vater, leider Kebab leider nicht, weil wir haben gerade nur Ribeye. Aber, ja, sonst ein Ribeye können wir da machen. Okay, du kannst dein Ribeye jetzt mal auf den Grill legen. Boah, guck mal, wie heiß der ist. Oh, holy shit. Boah, sieht so lecker aus. Oh mein Gott, Digga, ich muss gleich Essen bestellen. Ich muss die Tomate schneiden, actually. Hacken wir einmal. Jetzt drauf garnieren. Boah, sieht das nicht lecker aus? Jo, wie du das hältst, ist so krank, ne? Hey, halt du mal. Gib mal her. einfach so schräg, ne? Ja. Okay, dann tue ich das hier jetzt präsentieren. Ja, präsentier mal. Machen Sie vor, öffnen Sie, wenn Sie bereit sind. Ach, wir müssen jetzt vorbereiten. Scheiße, okay. Prep. Wollen wir erstmal irgendwie 3 Teller vorbereiten, bevor wir öffnen? Ja, oder? Nein, Bro, wir öffnen direkt. Oder leg Cash auf den Tisch. Nimm das Cash mit. Oh, 100.
Bruder, das ist geil. Wirklich Zorn, ist das hier. Wie oft muss ich die wirken? Nein, es ist nein! Was ist passiert? Meine Schlüssel ist das Ding, ist in die Nein, nein! Zeig's nicht der Kundin, Wieland, zeig's nicht der Kundin. Okay, wir müssen einen geilen Teller machen. Einen neuen Teller von denen, die sich nehmen. Okay, weiß nicht genau, warum wir jetzt nur 8:50 haben, ich glaube. Fleisch verkocht, Wieland. Wir haben wegen dir. Oh mein Gott. Nein. Fleisch verkocht, Bro. Nur 58% haben wir bekommen. Aber ich muss sagen, es macht gerade schon so übertrieben viel Bock einfach. Bock, Alter. Das hier so zu managen, übelst geil. Der Tag ist vorbei. Räumen Sie auf und schließen Sie das Restaurant, um den Tag ausklingen zu lassen. Ausklingen lassen, Bro, bei einem Bierchen oder was dir? Okay, Wieland, also. Ja? Kurzes es war ein sehr erfolgreicher Tag, Bro. Ja, kurzes Briefing. War ein sehr erfolgreicher Tag. Wir haben viele Kunden. Du hast bei den, sag ich mal, beim Thema Fleischgrillen, kannst du noch ein bisschen upsteppen, dein Game. Genau, lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Wir haben noch ein Fleisch, wir müssen für morgen noch Fleisch kaufen. Gemüse haben wir noch. Wir haben zufriedene Kunden. Sollen wir dieses mittelmäßige Gericht hier einmal wegmachen und morgen einfach geileres? Nein. Wir essen das jetzt. Oh, Chat sagt, wir hätten das so oder so wegschmeißen müssen. Na egal. Wer? Hä? Hallo? Ah, was haben wir denn da? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich habe diesen Ort schon aufsteigen und fallen sehen. Du musst sein Kind sein. Holen Sie sich erst die Zustimmung der Gourmetbehörde, dann bin ich vielleicht bereit, Sie zu konfrontieren, wenn ich gute Laune habe. Haha. Viel Glück neulich, wenn das möglich ist. Was ist das denn für ein Opfer? Erstmal muss ich mich jetzt ein bisschen austoben, okay? Alter, Wieland. Bro, waste doch jetzt nicht unser Geld. Ohne graue Wände. Mache ich hier nix. Wir werden so pleite gehen, Chat. Meisterschaft 1. Ich habe jetzt wieder das gegrillte Fleisch auf die Speisekarte gepackt, okay? Oh, ja. Ich sehe, letzte Woche, gestern haben wir dafür $100 bekommen. Jetzt kriegen wir 120. Wir haben es abgelevelt. Weil wir sind Chefkoch, weil wir sind Mützen Level 2 geworden. Wir machen heute einen richtig schönen Teller, Bro. Zeig mal. Zack. Und jetzt kommt hier die leckere Tomate drauf. Jetzt kann ich schon mal aufmachen. Gut, oder? Hä? Das Fleisch ist ungekocht, was du mir gegeben hast. Du hast das nur von einer Seite gegrillt, Wieland. Nein, habe ich nicht, ich schwöre. Bro, aber so ist es. Okay, ich nehm das Essen nochmal weg, Bro. Das können wir nicht servieren. Nein. Es gab doch mehr Punkte als letztes. Nein, das war schlechter. Scheiße, noch schnell die Tomate grillen. Ja, aber immer so, sobald dieses Feuersymbol kommt, ist doch beschissen, dachte ich. Oh mein Gott, das ist anscheinend ein Bug dann. Oh mein Gott, wie dumm. Ach, wir haben keine. Oh mein Gott, der geht gleich, ne? Ich glaube, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Jetzt ist vorbei. Der ist richtig sauer. Der ist sauer und geht. Nein, er ist mad. Er ist ultra mad. Restaurant Level Up. Sehr gut. Ihr schmeckt's über. Ja, mir ist auch wieder roter Steak bei mir auf dem Ding hier. So, danke für den Besuch, Sir. Digga, können wir hier ein Bierchen trinken? Habe ich auch gerade geschaut. Wir können uns ein Bier holen. Ja, also am Abend muss ich eigentlich immer ein Bierchen gegönnt. Wie teuer werden. Aber. Davon kannst du pro Bier kannst du 10 Tapeten kaufen oder 10 Böden oder sogar mehr Böden. Das stimmt. Naja, ich als Schwabe würde erstmal jetzt doch kein Bier trinken. Ich als Schwabe sagen, nee, sorry, ich muss morgen doch früh raus. Oh, sorry. Hab mir gerade anders überlegt. Okay, Level 3, das ist geil. Guck mal, die Zahl ist noch mehr für den. Wir machen nur das Gericht, bis das irgendwie 1000 gibt, oder was? Wir können halt ein neues lernen. Ey, wer ist er denn jetzt auf einmal? Hähnchen. Bruder will mir private Rentenversicherung andrehen. Mein Gott, was für ein Gestank. Ich habe dir gesagt, du sollst dich um das Dorf kümmern. Dafür muss ich dich bestrafen. Inspektor, haben wir nicht geputzt? Sie müssen Ihr Restaurant sauber und frei von verdorbenen Lebensmitteln halten. Denken Sie daran, dass Ihre Bußgelder exponentiell steigen, wenn Sie... geklickt, danke. Aber hier ist doch alles sauber. Bro, scheiß auf den, der wollte uns, glaube ich, nur Angst machen. Versuch zwei Gerichte anzubieten, dann kommen auch mehr Kunden. Ja, wir machen heute noch einen Tag mit dem ein Gericht. Und das werden wir heute eine Bewertung von über 2 bekommen. Ich call's euch heute. Und ab morgen gibt's dann Hähnchenbrust. Ich würde einfach warten, bis das Flammensuche kommt und dann direkt die Karte drücken. 2,0. Ui, guck mal. Und open sind wir. Ey, Bro, lass auch mal nicht so viel vorbereiten, weil guck mal, das Fleisch wird jetzt, glaube ich, kalt werden, dass da liegt. Das ist jetzt noch so. Das ist noch so rot, ne? Ganz heiß. Aber bis wir das dann gleich benutzen, ist das bestimmt nicht mehr ganz heiß und dann gibt es vielleicht Abzug. Wie viele Kunden kommen noch? Ich glaube, das sind eigentlich die letzten. Ich glaube, es reicht, der Teller. Ihr könnt erst noch wieder aufwärmen, einfach den Teller auf den Grill stellen. No way, wirklich. Jetzt geht aus, wir können den ganzen Teller noch auf den Grill stellen. Oh, das ist smart. Okay, auf dem Grill aufwärmen ist cool. Dann kann man wirklich vorbereiten und dann halt das erst dann benutzen, wenn man es braucht quasi. Okay, einmal aufräumen, Bro. Es ist alles sauber. Es ist kein Essen mehr hier, was vergammelt. Wir können nach Hause gehen. Boah, wir sind so am Ableveln. Ist richtig belohnt hier. Guck mal, wir haben 1100 gemacht und 70 ausgegeben. Ja, weil wir heute einfach weil wir haben nicht das komplette Restaurant tapeziert heute. Ja, dann machen wir erstmal eine dicke Einkaufung. Ja, also, aber was wollen wir denn jetzt kochen? Also wir bieten beide Gerichte an, würde ich sagen. Ey, warte mal, hier steht, wir können passives Einkommen generieren mit einem Kaugummi-Automaten. Yo!
Passives Einkommen, da klingelt die Uhr doch bei mir. Ja, bei mir auch. Boah, ja, das klingt geil, Bro. Hab ihn hingestellt, hat 2000 gekostet. Kranke Scheiße, Mann. Glaubst du nicht, der Einzelherd ist schon smart? Oh, das brauchen wir gleich, wenn wir Tomatensuppe machen, anbieten wollen. Bruder, mein Chat meinte, Tomatensuppe ist das smarteste Gericht, wir sollen das unbedingt machen. Der Herd ist für Suppen, ich kauf den jetzt. Real Talk, lass doch Suppe anbieten. Ich baue noch einen Verkaufstresen hin. Auch wir machen heute zwei neue Gerichte. On the fucking on lock, Bro. Okay. Hühnerbein ist ein bisschen knusprig geworden. Ein bisschen, ist gut. Hühnerbein. Also du hast ja heute... Also da muss die nächsten Tage eine bessere Leistung von dir kommen. Ich brauche aber zwei Hühnerbeine, oder was? Da gibt man mal ein Hühnerbein hier. Okay. Ja, wenn man das erste Mal ein Rezept macht, das wirklich muss man sich kurz reinfinden. Ich noch mal eine Suppe machen. Ich mache noch mal eine Suppe. Boah, ich habe das Gefühl, es könnte echt Sinn machen, wenn einer denn einmal einer ist immer am Grill die ganze Zeit. Hier nochmal Tomaten kaufen. Okay. Heute ist ein richtiger Ficktag. Ja, heute ist hoffentlich los. Chat, heute ist ein richtiger Ficktag. Heute kann sein, dass wir zuschließen für immer. Ich muss auch noch mal auf meinen Teller auf dem Grill stellen gleich. Ja, genau. Lass kurz einmal alle Teller erwärmen und dann öffnen wir. Ja, oder halt jeweils einen von allen. Okay, Bro, Suppe haben wir genug für den ganzen Tag heute, würde ich sagen. Mm. Ich mache mich direkt nochmal an ein Hühnchengericht ran und du machst dich nochmal direkt an deins ran. Ich glaube, es ist trotzdem, also stell dir vor, wir haben irgendwann vier Gerichte oder so, Bro. Du hast hier schon einen krassen Materialumsatz. Wir machen gut Geld, Bruder. Hat eigentlich jemand schon mal unseren Auto? Oh, der benutzt unseren Kaugummi-Automat. Bro, der hat für 50 Euro Kaugummi gekauft. Nicht jetzt? Was für ein Vollidiot. Okay, Bro, dann schließen wir jetzt. Es kommt keiner mehr und müssen alles wegschmeißen. Ey, die Suppe vom Herd, ich glaube, die können wir in den Kühlschrank tun für morgen. So, Suppenstation, wir haben viele Tomaten, wir haben noch Petersilie, wir haben Fleisch, Chicken für morgen. Okay, dann lass den Scheißladen zumachen hier. Oh ja, echt, Bro, lass das dann nächstes. Das ist ein guter Call aus dem Chat, können wir morgen machen, also morgen am nächsten Tag hier. Essensausgabe näher an die Küche, da müssen wir nämlich so weite Wege. Oh. Wir müssen uns jetzt langsam mal schon optimieren. Was, wenn wir so einen Aal hier machen? Oh, cool. Ist das smart? Die Laufwege für uns am kürzesten, glaube ich. Vielleicht können wir sogar, kannst du über das Ding drüber greifen quasi? Kann man. Habe ich gerade ausprobiert. Das funktioniert. Okay, geil. Ich tue es direkt servieren, Bro. Zum Warmhalten, ne? Ja, ich auch. Ja, da können wir eigentlich losmachen. Boah, Digga, ich habe 100%, 99% bei dem Gericht. Wir haben 4 Sterne mit den Hühnchenschenkeln. Maul. Ja, dann öffnen wir die Kacke, oder? Unsere treuen Kunden stehen schon Schlange. Sie holt sich ein Kaugummi, 50 Euro. Wildschau, Kaugummi ist für uns krasseres Business als alles andere. Ja, wirklich. Als das normale Essen sogar. Was wäre, wenn wir noch einen Kaugummi-Automaten? Gehen wir einen Doppeltipp? Lass lieber einen anderen Automaten nehmen. Gibt doch bestimmt auch noch irgendwie so einen Gamble-Automaten oder so. Müssen wir freischalten. Wir sollten für den nächsten Tag mehr Tische holen. Die sitzen immer nur alleine an so einem Tisch, glaube ich. Okay, Chicken ist leer gleich, aber ich habe noch eine Chicken extra. Woher siehst du, ob das leer ist? Na, da oben hat doch diese weiße Bar da. Oh, krank, okay. Chicken, ich mach warm. Oh, wir haben kein Chicken mehr. True. Ja, ich mach das. Kann man auch Leute einstellen? Ja, man kann auch später Leute einstellen, glaube ich. Ich habe schon gesehen, dass man irgendwie... Hier, man kann sich irgendwie Mitarbeiter kaufen, aber das kann man noch nicht fragen. Vielleicht Level 10, wenn wir gleich Level Up haben, können wir unseren ersten Mitarbeiter bestellen. Ah, ich brauche auch Hähnchenbrust, ne? 1, 2, 3, 4. Ich kaufe mal 4 Hähnchenbrust, das ist aber teuer. Aber kommt der in den Kühlschrank. Obwohl, was wir können machen, Bro, dass wir morgen, also am nächsten Tag, die Hühnerbeine rausnehmen, das neue Hühnchengericht reinnehmen, bis wir das können. Genau, das würde ich machen. Und dann einmal, aber wir können auch direkt halt das Setup kochen, wie es der Koch, wie es der Gourmet mag. Dicker, warte mal! Jemand schreibt gerade aus dem Chat, können wir Sachen auch in Schubladen reintun? Bro! Soll ich da die Kartoffeln reinlegen? Müssen Kartoffeln gekühlt werden? Nein, natürlich nicht, oder? Doch, aber da kommt ja dieses Frostzeichen hier drauf, ich glaube schon. Die müssen nicht gekühlt werden, die Kartoffeln. Hast du jemals Kartoffeln bei dir in den Kühlschrank getan? Nee, aber hier im Game haben die so ein Frostzeichen oben drauf, ich weiß nicht. Okay, ich tue sie rein. Ich tue sie in den Kühlschrank, okay? Komm, tue ich sie in den Kühlschrank rein. Soll ich mal einen Vierertisch kaufen? Ja. Mach ich. Wenn er nicht so teuer ist. Ja, also der 2 kostet 2 und der 4 kostet 5. Ja, klar, nee, Schokolade aufgepackt, ja klar. So. Da fühlen sich die doch gleich viel wohler, die Gäste. Alter! Ich finde die anderen viel besser. Was? Die anderen sind viel besser. Kannst du schon mal nach Hause fahren, sag ich. Jo. Boah, guck mal! Wir haben 6.400 ausgegeben und 7.000 eingenommen. Ich glaube, das ist der erste Tag, wo wir wirklich im Profit sind. Außer, obwohl dieser einen Tag gab es auch noch, ja. Okay, dann machen wir halt jetzt unsere neuen Gerichte. Ja, jetzt machen wir die neuen Gerichte. Woran erkenne ich, ob da jetzt genug drin ist? Und ob das warm genug ist, der Kochtopf? Ja, an dem Thermometer-Symbol rechts. Wenn es rot ist, ist es heiß. Jetzt ja, aber gibt das rot, gelb und blau. Das war vorher schon rot und das hat irgendwie nicht gejuckt. Fertig, das Gericht.
Nein, die Kartoffel ist in die Glut gefallen. Nein. Egal, juckt nicht, juckt nicht. Ach so, wir haben noch die Tomatensuppe. Wir machen jetzt Hähnchenbrust, machst du, ne? Ja. Weil das müssen wir können für den Critic. Ach so, ja, jemand in meinem Chat meinte, wir sollen einen Teestand bauen. Müssen wir das freischalten? 3000, Bro. Wir können es schon bauen. Bau es. Ich muss erst kurz mein Chicken-Gericht machen. Oh, wird gleich leer. Ist gleich leer. Alright. 180. Die sind Level 190. Boah, 199, Bro. Wir brauchen eingegrilltes Fleisch von dir, Maestro. Sicher? Ja, das ist nicht reich. Ich will nicht machen. Es ist leer, es ist jetzt leer. Es ist jetzt gerade leer geworden, Bro. Ja, ich weiß, ich mach das schon. Ich baue jetzt diese Tee. Bist du einverstanden, dass wir diese Teebar hinbauen? Bau die Teebar. Passives Einbauen. Bau sie. Boah, minus 3000. Boah, aber die sieht richtig geil aus, ne? Ja, Mann, das ist. Guck mal, das sind wirklich diese Teeleder, die man so aus dem Dönerladen kennt. Okay, dann einmal den Laden clean machen. Wollen wir für den nächsten Tag den Gourmet rufen? Trauen wir uns? Ja, würde ich machen. Alright, Alter. Chat, jetzt nächster Tag wird der Endboss kommen. Oder beziehungsweise der erste Boss wird kommen. Ah, okay, Bro, der Typ kommt automatisch. Wie? Wenn wir quasi seine Anforderungen gekocht haben, kommt er. Das heißt, wir müssen ready sein, Freunde. Am nächsten Tag kommt er. Sehr gut, Chat, danke für den Tipp. Ich brauche noch mehr Leute, die Hähnchenbrust nehmen für den Gourmet. Bitte nehmt euch Hähnchenbrust. Wie viele Hähnchenbrust brauchen wir denn noch? Einer muss die noch Hähnchenbrust nehmen. Einer noch. Bitte noch einer. Noch einer. Ja, klar. Ja, Hähnchen! Bro, morgen kann der Gourmet kommen. Chat, oh mein Gott, ich bin so hyped auf den. Ich liebe unser Restaurant. Bro, lass kurz in der Nacht, bevor der Typ kommt, kurz einmal Blackjack. Ja, komm. Hier der, rein. Man muss immer zu zweit gamblen gehen, weil einer gewinnt, dann checkst du. Das Problem ist, wenn die Bank gewinnt. Nein, einer von beiden gewinnt. Das könnte ich, die Wahrscheinlichkeit, dass beide verlieren, ist nicht so hoch. Ja, hast recht. Ich habe 12, ich nehme noch einen Hit. Ich nehme auch einen 18, Hit. Ich chill. 21, ich habe gewonnen. Ich nehme auch einen Hit. Ich nehme noch einen Hit. Ich 21. Stay. Guck mal, und jetzt haben wir schon wieder, also... Ach ja, gut, jetzt habe ich verloren, tatsächlich. Ja, aber genau. Aber du hast trotzdem gewonnen, weil du auch 21 hattest. Checkst ja, du? Ja, also overall sind wir auf... Even. Auf deswegen null raus. Nee, wir haben einmal mehr gewonnen doch. Stimmt, wir kriegen plus... Ja, true. Okay, lass einmal jetzt mit 1000 rein. Alright, 1000 sind drin, Freunde. 14? Wir sind beide gefickt, Alter. Was mache ich mit 14, Chat? Hitten, mit 14 hittest du. Ja, das aber... 17 hittest du nicht mehr. 21! Oh mein Gott. Jetzt mach du noch einen guten. No, chill mit 19, chill. Ja. 18? Oh ich hab gewonnen. Gott. Ich hab gewonnen. Raus hier. Das war mein neuer Kühlschrank. Das war mein neuer Kühlschrank, den ich mir gekauft habe hier. Ihr könnt noch Fähigkeiten leveln, zum Beispiel, dass Essen nicht so schnell verkocht. For real? Ah, Fähigkeiten, oh mein Gott, ja. Ah, für Echtgeld leveln wir das. Die Nahrung verbrennt nun allmählich langsam für 2000 Euro. Krass. Gut, Wieland, dann mach ich auf, ja? Mach auf, öffne den Laden. Ey, der Chick ist gone. Ja, ich mach grad nach, komm gleich. Oh, er kommt! Oh mein Gott. Ich hoffe, er will es nicht chicken, Bro. Da ist Musik einfach. Okay, schnell hacken. Was will er haben? Ich interagiere mal. Hallo, Amigo, ich bin Juan. Jeder kennt mich als Spicy Juan, der Meister der scharfen Geschmacksrichtungen. Für mich ist scharfe Essen eine Lebensentstellung. Ich kann nicht ohne ein bisschen Schärfe in meinem Mund leben. Sogar der Kaugummi nicht haut scharf. Sie wollen meinen Zustand, weil dieser Ort heute ein heiß. Ich habe lange keinen neuen mehr gesehen, der Meister war schon. Besorgen Sie mir einen Teller mit den schärfsten Hähnchenschenkel, mit den schärfsten Zutaten. Weißt du, welchen geraden Schärf ich meine? Spicy Juan. Er will Schenkel! Er will gar nicht die, Warum klingelt hier irgendein Telefon die ganze Zeit? Ich werd verrückt. Ich auch. Was zur Hölle? Was klingelt denn hier? Der will die Schenkel, Bro. Fuck! Bruder, es klingelt immer noch. Es klingelt ein Handy und er will Schenkel. Wir waren nicht auf Schenkel vorbereitet. Kein Zeitlimit. Chill. Mann, Warum klingelt es? Das macht mich völlig verrückt. Oder macht der Gourmet das absichtlich, um uns zu prüfen. Weißt du, wo wir unser Radio hingestellt haben? Das habe ich irgendwo weggetan. Ja, weil ich mich genervt weiß, hat. Aber wohin? Ich weiß nicht. Ich glaube, mit dem Rad, nur wenn wir das Rad. Hier hast du das Radio. Klingelt das Radio? Klingelt das Radio, Wieland? Ja, ich hab's ausgemacht. Oh, okay, jetzt sein Gericht ist fertig. Ich serviere es ihm jetzt mal. Ich glaube, ihm schmeckt's. Heiß ist spicy Juan hot, sagt er. Na gut, ich habe mich ein wenig hinreißen lassen, aber du scheinst vielversprechend zu sein. Der Meister wird sich darüber aufregen, aber ich muss dein Gericht genehmigen. Ich sollte besser einen Weg finden, ihm das zu erklären. Scharfer Juan raus.
Das sollte eigentlich out heißen in Englisch, aber die Übersetzung war wieder reingeknallt. Schafferhorn raus. War das der Tag? Ich glaube, wir haben den Gourmet geschafft, Bro. Weißt du, was das heißt für uns, Bro? Mehr Level? Nein, Bro, das heißt für uns. Ja, was heißt das denn für uns? Oh mein Gott, der Spieß! Und der Fleischwolf, Bro. Und der Fleischwolf. Weißt du, was wir werden am nächsten Tag Döner anbieten können? Boah, ich will jetzt die Küche richtig so smart umbauen. Oh, Bro, wir haben eine Auszeichnung erhalten von dem Typ. Die ist im Inventar. Schau mal, ich kann die hier hinplatzieren. Ich habe einfach einen Kebab freigeschaltet. Schau mal. Oh, cool. Hier können wir unsere Awards hinhängen. Okay, wie gestalten wir das jetzt smart? Wollen wir jetzt schon machen oder wollen wir morgen früh bei Licht? Oder ist egal eigentlich, ne? Juckt, juckt. Also mein Vorschlag wäre, dass wir hier an der Wand, weil die Wand ist gerade so verschenkter Arbeitsplatz, dass wir hier auf jeden Fall auch eine komplette Reihe an Arbeitstischen machen oder an halt Kühlschränken und sowas. Weil dann, dass wir halt uns nur quasi von hier nach hier bewegen müssen. Hast du gekauft? Ah ja, check. Es wäre, glaube ich, smart, den Grill sehr nah beim Kühlschrank zu haben. Ja. Also ich mache einfach mal ein bisschen, wir probieren einfach mal ein bisschen Brainstorming, würde ich sagen, oder? Einfach ein bisschen Brainstorming. Dann könnte man das machen, dann könnte man jetzt hier hingehen und könnte sagen... Sicher? Ich bin noch gerade ein bisschen am Rumtipp, wo die sind überbillig. Wir können die einfach mal ein bisschen rumprobieren. Nee, das ist schon besser, wenn er da in der Ecke steht. Das macht mehr Sinn. Man nimmt einfach aus der Dings hier raus, grillt, aber hat hier auch noch Ablageplatz, um zu Dings. Genau, Würzregal muss dann auch hier hin. Dann kann man hier Fleisch sich rausnehmen, kann würzen, kann hier grillen und hat dann hier ein bisschen, hier ein bisschen Ablagefläche einfach so. Ich wäre jetzt gerade erstmal zufrieden, aber sag ruhig, wenn du noch ein Upgrade willst irgendwie. So, ich muss hier noch ein bisschen umräumen. Bruder, mach ruhig, wir haben viel Cash, Alter, wir können richtig uns das schön machen. Wir können uns ein Schild draußen dranhängen, Bro. Das hab ich auch schon gesehen. Wie heißt unser Laden? Ries und Ruru Dönerladen. Ries und Ruru Dönerladen. Schwabengrill, oh mein Gott, na klar, der Schwabengrill, Bro. Schwabengrill, das sieht richtig gut aus. Okay, dann schließ mal ab den Scheiß. Okay, jetzt erstmal kurz Blackjack. Bro, wollen wir jetzt einfach direkt mit 1000 Lebensgefühl, mit 1000 haben wir Glück. Ach, scheiße, Digga. Ach du Scheiße. Das läuft richtig schlecht. Okay, Reachoff, wollen wir mit 2000 reingehen? Nein, wir hören auf. Oder willst du mit 2000 rein? Ich gehe mit 2000 rein, Bro. Letzte Runde. Das könnte uns so kaputt machen. Letzte Runde, letzte Runde. Wir haben genug Geld, Bro. Ich bin raus. Ich bin auch raus. Du auch, wir haben beide verloren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Bro, Real Talk, jetzt hier nochmal mit dem Taui. Hier mit dem Taui, jetzt holen wir unser Geld zurück und dann ins Bett. 16. Ja, richtig. Ich hit 17, was mache ich, Wieland? Ich auch 17. Das war's, Bruder. Das war's! Gefickt, Alter. Was soll ich? Okay, einer hittet von uns. Nein, wir hitten beide nicht. Hitten jetzt ist gleich verlieren. Checkst du? Ich hab's dir gesagt, du Wichser. Ich hab's versucht für uns. Ja, sie hat doch safe mehr als guck, sie hat doch jetzt schon mehr. Ja, okay, wir haben 2,4K, wir müssen das nach Hause. Oh, ich bin mit 0 wieder rein aus. Jetzt müssen wir nochmal. Ich montiere den Tisch ab. Oh, Wieland, wie soll ich es dir sagen? Wir müssen nächsten Tag extrem profitabel kochen, Bro. Wir müssen extrem viel Geld reinkochen, Alter. Schwabengrill. So aggressiv, das geht über das Holzbrett raus. Das ist überaggressiv. Okay, hör zu. Schwabengrill. Okay, wir machen einfach, wollen wir dieses neue Rezept jetzt heute machen? Das Köfte-Ding da. Knoblauch, grüne Paprika, wir müssen Schwanzfett kaufen. Wir müssen Ribeye kaufen und Knoblauch. Ich habe nochmal 500 investiert. Jetzt sieht es nämlich schöner aus. In was? Guck, komm raus zum Schwabengrill. Digga, das sieht genauso scheiße aus wie vorher. Ey, Wieland. Wir haben gerade 6000 vergambelt. Nein, warte ganz kurz. Wir hatten gerade noch 2400 Euro und wir müssten noch komplett Fleisch einkaufen für den heutigen Tag. Und jetzt hast du für 500 Euro ein anderes Holzbrett gekauft für außen. Siehst du, wenn ich nicke? Nee. Schade. Ich habe gerade genickt. Aber ich schaue in dein dümmliches Gesicht hier trotzdem. Ihr habt den Namen Schwabengrill nicht verdient. Das stimmt wirklich. Lass kurz überlegen, was wir kochen, Bro. Also lass auf jeden Fall mal das neue Gericht abchecken, würde ich sagen. Okay, das gegrillte Fleisch mache ich aber, weil das ist geil und gibt schon viel Geld. Ja, das stimmt. Und die Suppe machen wir auch, weil die ist umsonst. Okay, wir machen das Fleisch. Ich muss jetzt auch bald eins der Gerichte bald wieder übernehmen, ne? Ja, oder nee, ich mache Suppe und Fleisch und du machst die anderen beiden.
Ja. Oder brauchst du da Hilfe? Nee, also Suppe ist aber eigentlich ein Selbstläufer. Ich würde halt heute eigentlich gerne dieses Kebab ausprobieren. Aber müssen wir auch nicht heute machen. Es gibt halt eigentlich noch... Weißt du was, Bro? Lass nicht heute machen. Für Döner braucht ihr nachher noch ein Dönermesser. Ey, hör auf, dieses Game ist wirklich krank. Ich dachte so, wir haben jetzt so ein bisschen den Hang of it, aber ich glaube, wir sind gerade bei so 10%, ja, was möglich ist oder so. Aber es macht übertrieben Bock auf jeden Fall. Das ist schon, das ist wirklich geil. Okay, lass auch mal die Scheiße. Okay, jetzt bin ich gespannt vom neuen Layout her, wie es läuft. Aber es sieht zumindest mal tausendmal geiler aus, ne? Also es sieht wirklich clean aus. Die Küche sieht super aus. Es sieht sehr, sehr clean aus, ja. Es ist schon wieder die Kasse. Der mische ich nächstes Mal Gift rein, Alter. Der Frau hier. Junge, also, du hast uns 5000 Euro gekostet! Mach die raus, du zum Laden! Guck mal, so viel Frechheit in ihrem Blick auch. Naja. Die weiß ganz genau, dass die uns ausgenommen hat letztens. Bro, hast du eigentlich jemals eine neue Suppe kochen müssen seit dem Start? Nein. Also eine Suppe hält echt für ein halbes Jahr, ne? Oder ist einfach nur Wasser. Die vermehrt sich da immer jedes Mal im Kühlschrank oder wird die actually weniger? Die wird jetzt, wird sie weniger. Die hat sich nur einmal aus Back vermehrt. Was, wenn wir das Waschbecken hier hin machen? Nein, da drüben doch nicht. What the fuck? Warum? Es ist, nee, ist gut. Think out of the box. Ich will nicht out of the box thinken. Wir haben jetzt schon einen Platz mehr. Das ist doch super, wunderbar. Einer kann von hier ran und der andere von hier. Das passt auf jeden Fall. Bruder. Schneiden, grillen. Ja, I guess so können wir es mal tryen, ja. Wir sollten die Gerichte anfangen zu lernen, die wir brauchen, um... Um den nächsten Typ zu holen. Um den nächsten Typen zu holen, ja. Der nächste Gourmet ist Tony. Ja, dann lass doch mit dem Adaname anfangen da, Bro. Mit dem Kebab. Dein neuer Tag. Heute lernen wir Köftespieß, Freunde. Oh, wir haben noch was Neues gelernt tatsächlich. Guck mal. Wir haben Tomatenkebab. Tomatenkebab. Aber scheiß drauf, weil das will der Critic nicht haben. Lass erstmal normalen Kebab lernen, wa? Lass normalen Kebab lernen. Okay, ich mach den Tomatenkebab, okay? Nein, mach den normalen doch. Ja, okay, dann mach ich den normalen Kebab. Easy. Dann mach ich den normalen Kebab und die Tomatensauce. Und du machst was anderes, okay? Ja. Du hast aber auch viel gekauft direkt, ne? Muss man mal einfach... Ja, weil wir werden jetzt richtig viel Kebab machen die nächsten Tage. Oh, das ist ja cool. Geil. Guck mal, das geht ja so rechts drauf. Ja, dann machst du die Gewürze in, Kronblauch und grüne Paprika. Machst du die Gewürze in die Schüssel mit rein? Oder wo machst du die Gewürze? Nee. Ja, die Gewürze habe ich in die Schüssel mit reingetan einfach. Ach, geil, okay. Und dann auf den Spieß aber drauf und gut ist, wa? Genau. Lege ich den erstmal dahin, wenn er fertig ist. Und dann schaue ich, wie ich weitermache gleich. Auf einen Teller übertragen, auf so einen runden Teller. Boah, es ist kompliziert ein bisschen auch, ne? So, wie findest du den Teller? Das ist der fertige Teller. Wahnsinn. Wahnsinn, sehr, oder? Sehr, ist sehr schön. Wen. Sehr, sehr schön. Kann ich aufmachen, die Scheiß? Mach auf, öffne den Laden, lass sie rein. Okay, wie sieht's aus mit den Gerichten? Gut, Hühnerbeine sind beliebt. Junge, die Hühnerbeine sind geisteskrank beliebt, Bruder. Ich hätte es aber so langsam gerne, glaube ich, eine Kraft, die hier für mich spült und so, ne? Ja, wollen wir jemanden einstellen? Oder der räumt ab für uns und spült für uns, richtig? Und das für 250 am Tag, das ist schon cool. Und der kassiert ja auch für uns. Ja, dann müssen wir ja nur noch Essen herstellen und das da reinstellen. Genau, wir müssen das nur noch kochen, ja. Oh, wir haben was Neues, Bro. Getränkekühlschrank. Für 3K. Bei Besonderes. Bei mir steht mittlerer. Ah, nee, bei Stände. So, macht der automatisch Getränke für uns? Nein, ja. Da müssen wir doch einkaufen und reinstellen. Dieser Eintür-Getränkekühlschrank mit 4-fächer mittleres Fassungsvermögen, er verbraucht Strom. Der Survival geht Skills. Automatisch, sagt Chat. Dann kaufe ich das Ding. Aber nicht, dass die Leute sich dann kein Dingens mehr nehmen, ne? Kein Tee. Die nehmen trotzdem, Bro, safe. Ich glaube, einfach noch zusätzlich vom Game so gemacht. Okay. Ja, ich mache morgen den Spieß. Den Hähnchenspieß. Geil. Oh, neues Rezept. Freischalten. Einfacher Dönerteller. Oh, da müssen wir echt Dönerfleisch dann benutzen, wa? Ribeye zerschneiden, in die Dönermaschine einsetzen. Dönermesser nehmen. Bruder, die wollen einen Dönerteller, die kriegen einen Teller mit Dönerfleisch drauf. Oh, wir brauchen aber ein Dönermesser. Wo ist denn das? Jetzt gibt's endlich den Döner im Schwabengrill. Alter. Einfach nur 5-mal Fleisch reicht. Okay, machst du Hähnchenspieß, dann mache ich heute keine Suppe. Dann mache ich Dönerteller und Spieß, okay? Dann tue ich für mich auf die Speisekarte einfache Dönerteller und der einfache Kebabspieß. Check. Und ich tue auf die Speisekarte den Hähnchenspieß. Was lohnt sich noch zu leveln? Die Hühnerbeine lohnt sich zu leveln. Die sind so easy und geben so viel Cash. Okay. Digga, wie geil. Da grillt er. Aber, okay, guck mal, jetzt schneide ich hier mal Fleisch runter. Das ist ja ein geiles Gericht. Ich glaube, das ist mein Lieblingsgericht tatsächlich. Guck mal. Bruder, wer ist das? Schau mal, wie das aussieht. Ach. Und eine Tomatensuppe richte ich auch nochmal schnell an. Ich mache die ganzen Scheißgerichte. Ich hole mal heute ein paar. Soll ich mal Personal einstellen? Ah, okay, check. Nein, kein Personal heute. Es sind nur 250, das ist nichts. Bruder, aber die helfen uns aktuell nicht so viel und wir haben gerade nur 1000 Euro auf dem Konto. Lass wenigstens heute einen Hustler-Tag hinlegen und dann morgen einstellen. 21 bis 27 Kunden heute, ne?
Nicht, dass wir da ins Schwanken kommen. Nein, wir schaffen das. Nee, Bro, das zwei Gerichte sind weg. Suppe und, was hattest du noch? Dein Spieß die oder so? Die Suppe leer getrunken. Spieltop, Bro, mach die Spieße lieber. Suppe kann ich auch machen. Ich vertraue dir bei der Suppe nicht. Ja, dann mach schnell einfach. Steh nicht da rum. Jetzt ist ein bisschen hektisch angesagt, mein Lieber. Jetzt muss ein bisschen mit Liebe auch gemacht werden, sonst... Mein lieber Freund und Kupferstecher. Du musst vielleicht mal so ein bisschen Dingens, so ein bisschen abkassieren und waschen, wenn ich noch einen Spieß mache. Ja, ich bin gerade unterwegs. Okay, da fällt doch viel Geschirr an jetzt aktuell. Boah, dann... Ja, okay, lass für den nächsten Tag jemanden anstellen. Digga, der Tag ist doch schon rum. Die müssen doch eigentlich... Die müssen doch eigentlich mal chillen. Was ist hier los gerade? Also der eine wird unglücklich. Oh, jetzt ist die Suppe wieder leer. Aber Suppe schenke ich dem nochmal ein, weil Suppe ist echt umsonst, ne? Suppe geht easy, ne? Ja, gut. Nächster Tag, ne? Nächster Tag. Heute war ein sehr guter Tag. Ja, die automatischen Einnahmen kicken halt rein. 2300, ne? Das ballert schon gut. Ich habe mal zwei angestellt. Zwei? Mhm. Warum? Weil ich wissen wir wieder, was für ein Impact hat. Das sind 250 mehr. Das ist vollkommen in Ordnung, um es auszuprobieren. Weil ich mit dem Kopf durch die Wand. Aber deswegen mag ich dich auch. Mit zwei Mitarbeiter. Für 250 täglich. 500 täglich insgesamt. Der eine macht Cleaning, Washing, Dishes und Waiter und der andere macht Cleaning, Washing, Dishes und Waiter. Okay, Bro, kannst du auch machen. Gute Figuren in so einem Restaurant. Mach ich auf? Ja. Der Hähnchenspieß ist geil, der kann 5 geben. Ja, guck mal, der Döner-Teller, wo ich nur... Bamo, vielen Dank für die 27, Bro. Dicken Kuss, Mann, danke dir. Ja, genau, der gibt 6, der Spieß gibt 5. Suppe und Hähnchenbrust und Kebab geben 3. So, was machen die Waiter? Die laufen einfach durch die Möbel durch, okay, cool. Ja, ja, die laufen einfach durch, glaube ich. Schon geil. Ich muss sagen, Ted, das macht schon Bock, Alter. Die fressen uns gerade übel die Köpfe vom Arsch. Wie man sagt. Die Köpfe vom Arsch. Aber wir machen auch gut Profit heute. Ich glaube, wenn wir die zwei Bedienungen haben, müssen wir wirklich full force in der Küche stehen, Bro. Also, wir haben jetzt aber auch einen guten Wareneinsatz hier, ne? Muss wollen man die auch Leute noch sagen. Mal meinen Spieß haben? Ich glaube nicht. Wenn die nicht wollen, nehme ich ihn gerne. So, da putzen sie mal hier schön, gell? Bro, ey, Ted, guck mal oben auf unser Cash. Ja, ja. Wir sind stacked up, Alter. War auf 50k. Die Leute meinen, bei 50k können wir uns halt hinten das geile Restaurant kaufen, ne? Ja, aber müssen wir dann dort von null wieder anfangen? Ich glaube nicht, wir können wahrscheinlich alles rüberziehen. Oh, wir haben Hühnersuppe. Geil, wie mache ich dann jetzt? Okay? Und einen neuen Spieß, glaube ich. Das Ding ist halt, also es gibt halt, wir haben halt aktuell 3 oder 4 verschiedene Kebab-Variationen, die alle auf 5 Sterne sind. Und die sind halt, die geben halt Cash und sind halt worth. Also meiner Meinung nach macht es halt Sinn, wenn eine Person einfach der Kebabmann ist. Okay, aber ich würde dann würde ich 3 Sachen machen und du 2. Dann machst du die beiden Spieße, den Auberginen-Kebab und den Tomaten-Kebab. Ja. Ich mach Hühnersuppe, Tomatensuppe und den einfachen Döner-Teller. Ja, Bro, also wenn aber das weg... Bro! Boah, die Schlange ist schon richtig groß, Alter, geil. Das wird jetzt so ein Big-Earner-Day-Chat. Das wird jetzt so, wir werden so big die Earnings hier ballern. Restaurant Level 30, Digga, wir haben heute so Progress gemacht, das ist ja krank. Boah, Auberginen-Kebab ist sehr, sehr beliebt. Ich mach direkt den nächsten. Ich halte mal ein bisschen unsere passiven Automaten im Überblick. Der ist leer und direkt Nachschub. Zack! Geil, geil, geil. Aber ich habe das Gefühl, der Tag heute ist ruhiger als der letzte irgendwie, oder? Vielleicht sind wir besser vorbereitet, ja? Ja, ja. Ja, wir haben auf jeden Fall ein extrem hohes Sternniveau heute. Wir haben 5, 5, fast, also 5, 5, 5,5 und halt die Tomatensuppe. Oh mein Gott, wir haben eine Slush-Maschine. Soll ich die kaufen? Unter was ist die? Oh, können wir die dann draußen hinpacken? Das ist dann für Kunden, die nur Getränke wollen. Und es gibt einen Spielzeuggreifautomaten. Den würde ich gerne lieber bauen. Doch, klar haben wir den. Ich kann den kaufen. Oh, doch, hier. Für 10k. Boah, ich würde einmal den Mülleimer umbauen und dann hier vorne, da wo der Mülleimer steht. Okay. Junge, The Claw, guck ihn dir an. Können wir auch selber hier spielen? Können wir selber unser Geld verdienen verspielen? Leider nicht. What the fuck? Bro, lass einmal ganz kurz einen Schritt zurücknehmen und appreciaten, was wir heute schon geschafft haben. Ja, ja. Erstmal draußen Schwabengrill. Dann kommt man rein. Dann kommt man rein. Wie ein echter Dönerbude. Man hat jetzt hier einen fucking Greifarm. Zweimal Getränke, Tee, zweimal Kaugummi. Auch wie in jedem echten Dönerladen, den es gibt, sind die Tische unterschiedlich Farben. Ja. Ist wichtig, weil das am Anfang hat das hier zum Interieur gehört und dann wurde hochskaliert und da gab es dann halt nur das hier bei IKEA im Angebot. Ja, genau. Dann haben wir aktuell 5 Gerichte zur Auswahl. Wir haben eine richtig nice Küche. Die funktioniert auch gerade von der Optimierung her sehr, sehr geil. Alter, man kann nur stolz sein, Bro. Krank, das ist ein kranker Laden, Chat. Real Talk. Alright. Dann Wieland, wir labern einfach für morgen oder so. Okay. Ey, war übergeil. War sehr, sehr geil. Chat, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Es war sehr, sehr, sehr geil.